Hallihallo und herzlich willkommen, Schnubbis Playground, zu einer weiteren Entspannungsrunde Hearthstone. Wie man sieht, habe ich schon lange die Dailies nicht mehr gemacht. Hauptsächlich aufgrund von GTA und Watch Dogs. Und hallo, Sammy. Jetzt erstmal Hearthstone. Danach vielleicht noch Watch Dogs und weiter habe ich noch nicht geplant. Also für heute habe ich keinen festen Sendeplan. Ja, Sammy, der Erste zu sein ist aber leider nicht immer da sehr gut. Hust. So, drei Siege, beliebige Klasse, zwei Max-Meister, das ist doch perfekt. Mr. Destructoid, was ist denn Mr. Destructoid? Morlocks in the house. Sieg oder Tod, eure Seele wird mir gehören. Scheiß drauf. Bitte lass ihn erleben. Natürlich würde ich die jetzt noch nette, während ich hier vier Morlocks auf dem Deck habe, aber. Sammy, hörst du mich jetzt oder hörst du mich nicht? Was jetzt? Das ist scheiße. Ein Schuss. Das ist noch ein Schuss. Keiner, mich jetzt niemand hört, ob ich jetzt die ganze Zeit mit mir selber rede oder ob das nur an Sammy liegt. Aber egal, ich rede einfach mal weiter. Hallo.
Wochen zum Enthaben. Hat ein bisschen verschwendet, wenn er ihn gleich töten kann. Aber egal. Die Wahrheit ist mein Schild. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! So muss das laufen. Gul'dan gegen Garrosh. Sieg oder Tod, eure Seele wird mir sehr schön gehören. Hi, Dark Knight. Mal gucken, ob das genauso gut klappt wie eben. Nein. Das kann ich dir auch nicht sagen, Sammy. Keine Ahnung, was bei dir los war. Aber eigentlich müsste das jetzt besser laufen als sonst, weil ich nämlich gerade ein anderes Software zum Spielen benutze. Halt dort. Okay, es läuft diese Runde definitiv nicht so gut wie letzte Runde. Ganz im Gegenteil. Jetzt leider nur die kostenlose Version der neuen Software. Deswegen kann ich nur in 480p streamen. Außer ich möchte so ein riesiges Werbezeichen im Bildschirm haben. Aber das sollte trotzdem einigermaßen funktionieren, hoffe ich. Mein Schild!
Schild für Argus! Ach du Bastard. Auch nicht schon wieder. Ich bin gerade gefreut, dass ich den scheiß Ansturmtyp los bin. Jetzt holt er noch neun. So, 7 Mana. Mein Schild für Argus. Das Zeichen, wie du das so schön benennst, kriegt man bei mir, wenn man sich im Chat bewährt, heißt aktive Teilnahme im Chat, hilfreiche Kommentare im Chat, gute Unterstützung für mich im Chat sein, also was. So viele Möglichkeiten. Halt, wenn man mir zeigt, dass ich dieser Person vertrauen kann und dass sie vernünftig ist einigermaßen, dann bekommt diese Person von mir auch eine Chance auf Ich frage Admin. Mich, ob... Beziehungsweise Modrechte. Eigentlich macht es wenig Sinn, das Match hier noch durchzuziehen. Aber ich gönne ihm einfach mal, dass er nicht wieder macht. Gebt mir eine Quest. Gut gespielt. Gut gespielt. Trinkt aus, Pirat! Sowas ist natürlich hilfreich, beziehungsweise schön für die Leute, die reinkommen, wenn sie schön begrüßt werden. Aber wichtig ist halt wirklich, dass ich glauben kann, dass der Mod, also erstmal, dass ich ihm vertrauen kann und zweitens, dass er auch ein bisschen gesunden Menschenverstand besitzt und nicht einfach aus Lust und Laune Leute bannt oder so.
Gul'dan! Eure Seele wird mir gehören! Dafür werdet ihr büßen! Das war's. Ja, Bannen und Timeout ist aber das Einzige, was du durch Mod und beziehungsweise durch dieses Zeichen überhaupt machen kannst. Muss das sein? Dark Knight, da du das mit einem Smiley dahinter versehen hast, hast du gerade deine eigene Theorie widerlegt. Beziehungsweise die eigene Aussage. Ja, Ameise kann wirklich nerven. Ameise kam auch gestern Nacht noch bei meinem YouTube-Kanal und hat da überall in die Kommentare Trottel und sowas geschrieben. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Zack. Nein, spiel ich nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt noch gar nicht, was es ist. Arschloch. Gebt mir eine Quest. Ja, ich habe ihn auch schon gemeldet. Es wurde alles schon wieder entfernt in den Kommentaren. Das Lustige ist ja, der wollte die ganze Zeit, dass man auf seinen YouTube-Kanal guckt und so weiter. Aber der Typ hat ein einziges Video und einen einzigen Abonnenten auf seinem Kanal. Muss das sein? Mein Schild für Argus. Also, keine Ahnung, was man sich da angucken sollte, weil dieses Video nicht mal wirklich was aussagt. Das war einfach nur irgendwas aus dem Internet abgegriffen. Auf in die Bresche!
nach Norden! Lass die Schmerzen sprechen. Auf in die Bresche! Auf nach Norden! Oh, ich hasse diese Typen mit Ansturm und Gottesschild. Das ist unglaublich. So viele Möglichkeiten. Mein Schild für Argus. Na klar, immer die Kleinen vorschicken. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Super, jetzt kann ich nichts ausspielen, weil ich seine Karten damit buffen würde. Dieses Mal gewinnt ihr. Warum sollte ich das wissen? Hast du mir jeweils das Gegenteil bewiesen? Sonst hättest du ja keinen Hot von mir bekommen. Gul'dan gegen Valera. Seid auf der Hut. Eure Seele wird mir gehören. Ja, Bot spielt jetzt immer noch beziehungsweise wieder Watch Dogs. Aber er ist storymäßig noch nicht so weit wie ich, weil er halt sehr viel Nebenmissionen macht und sowas. Und ich will erstmal die Story durchhaben, bevor ich irgendwas anderes hier anfange. Welcher kommt. Nice, vielen Dank. Das sind meine Moloch-Buffs hier. Mein Schild für Argus! Ich gebe. Erstens Dark Knight, alles ist besser als Hausaufgaben machen.
Ich habe in der Realschule damals nie Hausaufgaben gemacht, dadurch bin ich zwar immer in jedem Fach eine Note runtergegangen, aber auf der Fachhochschule, Berufsoberschule und Universität gibt es sowieso keine festen Hausarbeiten mehr. Hausaufgaben mehr, meine ich. Beziehungsweise auf der Universität schon noch mehr, weil da muss man ja das meiste zu Hause machen, aber das bleibt einem halt auch selbst überlassen, ob man es braucht oder nicht. Und in der Berufsschule hatte ich, glaube ich, auch keine Hausaufgaben auf. Von daher gibt es echt Wichtigeres. Das Hausarbeit ist meiner Meinung nach Unsinn, weil man, wenn man es in der Schule nicht gerafft hat, dann rafft man es zu Hause auch nicht, weil man die Hausaufgaben dann auch nicht schaffen würde. Von wegen Wiederholung und sowas. Ja, das Brauch soll es machen. Alle anderen, für die soll es sowieso abgeschafft werden. Und vielen Dank. Eure Seele wird mir gehören. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Mal sehen, ob das gut geht hier. Ich hoffe, der hat jetzt keinen fügt XY Schaden zu oder sowas. Was ist das für eine komische Schule? Und er hat's doch. Meiner Zeit gab es halt eine mündliche 6. Da ich aber schriftlich so gut war, dass ich das ausgleichen konnte, war mir die mündliche 6 dann im Endeffekt auch egal. Also für Hausaufgaben vergessen gab es die mündliche 6. Aber ich verstehe nicht, wieso jemand so viel Wert auf die Hausaufgaben legen sollte. Ach, das heutige Schulsystem setzt einfach falsche Prioritäten. Dann soll man lieber den Unterricht interessanter gestalten, als so einen Mist zu machen. Wie gesagt, FOS bzw. Fachoberschule hatten wir fast keinem Fach Hausaufgaben. Nur ein Lehrer war ein bisschen dämlich. Der hat Hausaufgaben gegeben, aber die wurden nicht kontrolliert, von daher war es auch nicht egal. Und in der FOS hatte ich dann einen um 2 Noten besseren Durchschnitt als auf der Realschule damals. In der Realschule war ich ein Dreier- bis manchmal Vierer-Schüler und in allen folgenden Schulen war ich immer Einser- bzw. Zweier-Schüler. At Sammy. Ich glaube, mein Gegner ist gerade AFK gegangen. Was tun?
wartet auf niemanden. Hey, es lebt. Verdammt, es lebt. Verdammt, da fehlt mir ein Mana zu. Da fehlt mir auch ein Mana zu. Okay, bis gleich, Sammy. Mein Schild für Argus. Fuck, was habe ich denn jetzt gerechnet? Den hätte ich nicht ausspielen dürfen. So viele Möglichkeiten. Ach, scheiße. Ja, Dark Knight, so ging es mir auch immer. Das Grausamste an Arbeiten war immer, dass man die Hälfte der Zeit nur rumsaß und Däumchen drehen musste. Hier statt dem spielen müssen, dann hätte ich hier viel geilere Karte gehabt gerade. Gebt mir eine Quest. Ja, solange die Lehrer das dann auch lesen können, ne? Ich frage mich, ob... 6. Fehlt mir einer. Wenn ich den jetzt noch spielen würde. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Mehr Schmerz. Scheiße. Wo soll ich zuschlagen? Du willst mich doch verarschen, Leute.
krasse Scheiße. Relativ ordentlich. Das klingt ja schon mal sehr... Gut. Vorwärts! Quest angenommen. Ich mache da einmal 5 Schaden da drauf mit der Zauberkarte und dann habe ich verloren. Gut gespielt. Ich finde das immer wieder cool, wie die Gegner das grundsätzlich schaffen, die perfekten Karten für den perfekten Moment auf der Hand zu haben. Ehrenhaft kämpfen. Eure Seele wird mir gehören. Ja, es reicht ja auch im Endeffekt. Wirst du später sowieso das meiste mit PC schreiben im Berufsleben. Von daher ist die Handschrift eigentlich auch gar nicht das so wichtig. Beschützt. Solange man es lesen kann. Bye bye. Melde mich zum Dienst. Lass dich im Herzen sprechen. Gebt mir eine Quest. Muss das sein? Mehr Schmerzen. Die beiden sollen jetzt bitte überleben. Spiel nichts aus, was mir großartig schaden kann. Bitte. Ich wollte gerade sagen, tu mir den Gefallen. Na, nicht wirklich. Ich glaube, da hat er was gegen. Die Spiele kann ich bei ihm 2 Karten verbrennen, weil seine Hand voll ist. Dann kann ich aber nicht mehr die spielen. Obwohl er hat eh nichts im Moment zum Angreifen. Meine Hand ist zu voll. Ha. Ja, nice. Ha. Cool. Dass man jumpen kann. Mehr Schmerz.
Meine Hand ist zu voll. Nochmal geil. Drei geile Karten weggehauen. Oder gute Karten gegen mich zumindest. Verdammt, hätte ich trotzdem nochmal. Melde mich zum Dienst. Aber dafür kann ich jetzt das Deck vollhauen. Die Tore sind geöffnet. Netter Versuch, Boy. Vier habe ich übrig. Den brauche ich unbedingt. Mein Schild für Argus! So, noch eine Karte mehr spielen. Mehr Schmerzen. Die Beine. Silbermond wird nicht fallen. Gut gespielt. Booyah Shaka.